Vom Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang wandern. Was für Gedanken kommen mir? Was bewegt mich? Was für Ängste? Was für Freude? Was empfinde ich in dieser Zeit? Ich wollte es wissen und habe es ausprobiert auf dem schönen Panoramaweg in Baden-Baden. Kurtalstation. Wow, nicht viel los heute. Naja, kurz vor 12 ist klar. 10 Kilometer sind geschafft und ich habe noch richtig gute Laune. Auf geht's zu den nächsten 10 oder 30 sind wir übrig. Im Dunkeln ist geschafft, Forellelädel. Bei unserer Panoramawanderung von Laufend Helfen im Dezember ist hier der erste Einstieg möglich für die 20 Kilometer Distanz. Und da geht es aber in die entgegengesetzte Richtung von dem, was ich heute Nacht mache. Ich mache einen Uhrzeigersinn und die schönere Panoramarunde ist wo wir dann im Dezember machen. Aber jetzt geht es für mich weiter Richtung die nächsten 20 Kilometer. Bin ganz gut in der Zeit. Stimmung ist ein bisschen durchwachsen, aber ja, wird schon wieder. Nachts um 3 hört man mich da überhaupt? Nachts um 3 am Geroldsauer Wasserfall. Passt. Weiter geht's. Thank you.
der Luisfelsen bei Nacht. Tagsüber wirklich ein wunderschöner Aussichtspunkt hier in der Strecke. Aber den kann ich mir jetzt wirklich sparen. Außer Lichtlein in Baden-Baden gibt es wenig zu sehen. Ist mir heute Nacht auch wirklich aufgefallen. Wunderschön mit dem Vollmond die ganze Zeit durch den Wald zu laufen, durch die ganzen Wege. Aber von Baden-Baden siehst du wirklich nur Lichtchen und das war's. Aber jetzt kommt am Horizont sogar leichter Schimmer von der Sonne rauf. Also bin echt gespannt, wann es anfängt hell zu werden. Aber jetzt geht's weiter. Hab einen straffen Zeitplan. Könnte ganz knapp werden. Ich habe eher so die Befürchtung, dass ich wohl etwas Verspätung habe. Wow, Bacciari angekommen. Die Sonne kommt leicht zum Horizont hervor. Dann auf weiter. Wow, 45 Kilometer mit 1400 Höhenmeter durch die Nacht, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Was hat das mit mir gemacht? Ich habe mich besser kennengelernt. Ja, viele haben mich angeschrieben und gesagt, wow, sie hätten Angst. Das hatte ich. Das hatte ich wirklich. Es gab viel Geraschel, viele Tiere. So arg viele habe ich nicht gesehen. Es gab auch Momente der absoluten Stille. Mich total fasziniert haben. Ich bin hier mitten in der Zivilisation in Baden-Baden unterwegs gewesen und es war absolute Stille. Ich habe es genossen und habe eine riesen Lebenserfahrung dazu gewonnen. Euer Matze. Die Glocken läuten. 8 Stunden, 30 Minuten.